Ex-Bundesliga-Keeper Frank Rost spricht im exklusiven Sport1-Interview über seinen alten Verein Werder Bremen. Der Club von der Weser, für ihn längst nicht mehr das, was er mal war. Und im Spiel gegen die Bayern der klare Außenseiter. Das Spiel in München ist mehr oder weniger, da kannst du eigentlich nur gewinnen. Weil erwartet niemand irgendetwas. Und B, kannst du verlorene Sympathien dir wieder zurückerobern, indem du dort eine ordentliche Partie ablieferst und vielleicht auch was mitnimmst. Im Profibereich ist der SV Werder ebenfalls wie vielleicht auch so ein bisschen der HSV auf dem Weg, so eine graue Maus zu werden. Sie haben jahrzehntelang waren sie der etwas andere Verein, waren so dieses familiär geprägte. Man ist so ein normaler Verein, nicht mehr so der SV Werder. Wie vor 10 Jahren. Klar, die Zeit ändert sich, aber das hat SV Werder auch viel Sympathien eingebracht. Und jetzt ist man so auf dem Weg, am Scheideweg. So alles das, angefangen von dem Trainer bis zu Spielern, sind alle irgendwie ersetzbar. Und es gibt kaum noch so die Leute mit Ecken und Kanten, wo du hingehst und sagst, ja, deswegen gehe ich auch ins Stadion, wegen solchen Leuten. Bei Werder Bremen hast du eben doch viele Spieler drin. Wenn ich an den Ehrenhand denke, der sicherlich fußballerisch alles mitbringt. Aber eben, wenn du nur 4 Spieltage von 34 zeigst, dass du ein Guter bist, das muss eigentlich umgedreht sein, also 30 Spieltage zeigst, dass du ein Guter bist. Und das fehlt dem SV Werder, ja, dass du Leute hast, die wirklich auf die Verlass ist. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport1.